Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne Nutella-Hörnchen mit euch backen und dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Hefeteig und da fangen wir gleich an. Wir werden uns erstmal 100 Gramm Milch erwärmen. So. Deckel drauf und zwar 2 Minuten. 37 Grad, Stufe 1. Jetzt geben wir einen halben Würfel frische Hefe in die Milch, krümeln es gerade hier so ein bisschen rein. Dann kommt eine Prise Salz dazu. 50 Gramm Puderzucker. Butter ein Ei , 80 Gramm Quark, ich habe hier Magerstufe. So, 80 Gramm waren es, genau. Oh, perfekt. So, jetzt brauchen wir noch das Mehl. 350 Gramm Mehl kommt jetzt noch dazu. So, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Jo, da haben wir doch alles drin. Sollen wir jetzt 3 Minuten auf der Teigknetstufe kneten lassen. Und wenn der Teig schön verknetet ist, noch eine halbe bis dreiviertel Stunde an einem warmen Ort einfach gehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt hat. So, das ist der Teig nach einer halben Stunde bei mir. Ich habe jetzt hier schon meine Arbeitsplatte vorbereitet, ein bisschen Mehl hier drauf gemacht und jetzt werde ich den Teig aus dem Topf holen. Ihr könnt euren Backofen schon mal auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Aber es nützt ihm nichts. Ja, da hängt noch so ein bisschen was drin, das hole ich jetzt noch raus. Knete ich jetzt gerade noch mal ganz kurz ein bisschen durch. Ich werde ihn dann schon mal versuchen, so ein bisschen zu einer flachen Scheibe zu drücken. So. Das sehen, ja. Und jetzt sollen wir den Teig zu einem Kreis ausrollen. Ich würde sagen, das können wir so lassen. Ich hole euch doch mal ein Stückchen näher ran. Momentchen, so könnt ihr das besser sehen. So, jetzt sollen wir unseren Kreis in 12 Kuchenstücke schneiden. Thank you.
Oder man kann es auch in 16 Stücke schneiden, 12 bis 16 Stücke, sowas. Und jetzt können wir schon unseren Nutella nehmen. Und jeweils einen Klecks Nutella hier oben drauf setzen. So, und wenn wir das gemacht haben, dann fangen wir an, die Hörnchen aufzurollen. So. Hier an der Seite ein bisschen festdrücken, dass das Nutella nicht rausläuft. Und dann setze ich sie auf meinen Zauberstein. Und gucken, dass euer Zipfelchen unten ist auf dem Zauberstein, damit die Hörnchen nicht wieder aufgehen. So, das sind meine fertigen Hörnchen. Hier habe ich mir jetzt ein Eigelb mit ein bisschen Milch verquirlt und werde mit der Eigelb-Milchmischung jetzt die Hörnchen noch ein bisschen einpinseln. Das sind jetzt die bepinselten Nutella-Hörnchen. Und die kommen jetzt bei 175 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 bis 25 Minuten in den Backofen. So, hallo. Die erste Ladung ist schon fertig. Die sehen so aus. Sind noch heiß, sind am Abkühlen. Also meine waren jetzt mit dem Bräunungsgrad 20 Minuten im Backofen. Die sind echt super. Ich muss jetzt mal einen probieren. Ich kann es nicht abwarten. Sie sind eigentlich noch lauwarm und sollten vielleicht noch ein bisschen auskühlen, aber ist egal. Ich probiere jetzt mal eins. Super. Ganz super soft und locker ist der Teig. Die schmecken lecker. Und innen das pure Nutella-Aroma. Boah. Also ich glaube, das wird das neue Lieblingsrezept für meine Kinder. Das Nutella ist noch warm innen drin. Ich habe jetzt wahrscheinlich Nutella-Zähne. Aber super lecker. Also ganz locker. Und richtig... Oh, super. Klasse. Ich kaufe euch hier was vor. Ja, also ihr müsst die unbedingt ausprobieren. Am besten, ihr kauft schnell ein, wenn ihr das Video seht. Und legt dann gleich los. Beziehungsweise, geht ja nicht mehr. Bis ich das jetzt geschnitten habe, hochgeladen. Dann ist schon zu spät, wahrscheinlich zum Einkaufen, und dann ist ja Sonntag. Also dann müsst ihr für Montag auf jeden Fall euch schon mal eine Einkaufsliste machen und die auch ausprobieren. Sind super lecker. Kann ich euch wirklich nur empfehlen.
Also ich werde mich jetzt mal hier um den Rest noch kümmern. Mal gucken, dass ich meinen Kindern überhaupt noch was übrig lasse. Und meinem Mann natürlich. Ja. Aber ihr habt ja gesehen, es ging wieder super schnell, ratzfatz. Super lecker sind sie. Selbstgemacht, man weiß, was drin ist. Von daher, top. Probiert sie einfach aus. Habt viel Spaß dabei. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.